Wir werden die folgenden Fragen besprechen. Sind unendliche Mengen nach deren Größen vergleichbar? Wie viele unterschiedliche Unendlichkeiten gibt es? Und zuletzt, wie groß ist die Menge der reellen Zahlen? Fangen wir mit der ersten Frage an. Sind unendliche Mengen nach deren Größen vergleichbar? Um eine Antwort geben zu können, werden wir den Begriff Gleichmächtigkeit einführen und wichtige Beispiele besprechen. Zwei Mengen A und B heißen gleichmächtig, wenn es eine objektive Abbildung von A auf B gibt. Man schreibt, A und B sind gleichmächtig, oder die Funktion f ist eine injektive Abbildung von A auf B. Dieser Begriff steht im Mittelpunkt der formalen Untersuchungen von Unendlichkeit. Um einen ersten Eindruck zu bekommen, betrachten wir einige Beispiele. Seien A und B zwei ähnlichen Mengen und sei A eine echte Teilmenge von B, dann ist es nicht schwer zu erkennen, dass es keine surjektive und damit auch keine objektive Abbildungen von A nach B gibt. Der Grund dafür? Das Schubfachprinzip. Jetzt kommt aber die folgende wichtige Frage. Gilt das Entsprechende auch für unendliche Mengen? Betrachten wir das folgende Beispiel, bekannt als Hilberts Grand Hotel. Stellen wir uns ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern vor, durchnummeriert mit natürlichen Zahlen, bei 0 beginnend, dessen Zimmer alle belegt sind. Wäre das Hotel ähnlich, gäbe es keinen Platz mehr für neue Gäste. Da aber das Hilbert Hotel unendlich ist, gibt es immer Platz in diesem Hotel für neue Gäste. Tatsächlich, um freien Platz zu machen, können alle Gäste ihre Zimmer gleichmächtig wechseln. Die Gäste aus Zimmer 0 gehen in Zimmer 1, die Gäste aus Zimmer 1 in Zimmer 2 und im Allgemeinen die Gäste aus Zimmer n gehen in Zimmer n plus 1. Damit wird Zimmer Nummer 0 für die neuen Gäste frei. Außerdem haben wir eine objektive Abbildung von der Menge der natürlichen Zahlen mit einem zusätzlichen Punkt auf die Menge der natürlichen Zahlen konstruiert. Obwohl einer dieser Mengen eine echte Teilmenge der anderen ist, sind die Mengen gleichmächtig. Es gibt viele Beispiele von echten Teilmengen der Menge der natürlichen Zahlen, die gleichmächtig zu der Menge der natürlichen Zahlen ist. Zum Beispiel die Menge aller geraden natürlichen Zahlen, wie auch die Menge aller ungeraden natürlichen Zahlen. Als letztes besprechen wir das Diagonalverfahren von Cantor. Das kartesische Produkt von der Menge der natürlichen Zahlen mit sich selbst ist gleichmächtig zu der Menge der natürlichen Zahlen. Um das zu beweisen, listen wir alle Paaren von natürlichen Zahlen in einer unendlichen Tabelle. Jetzt geben wir dem Paar 0,0 den Index 0. Danach nummerieren wir alle Elemente der ersten Diagonale dieser Tabelle durch. Das Paar 0,1 bekommt den Index 1, das Paar 1,0 bekommt den Index 2. Als nächstes nummerieren wir die Elemente der zweiten Diagonale. Das Paar 0,2 bekommt den Index 3, 1,1, 4, 2,0, 5.
den Index von jedem Paar NM kann mit der folgenden Formel berechnet. Da die Funktion J eine bijektive Abbildung von dem kartesischen Produkt der Menge der natürlichen Zahlen mit sich selbst auf der Menge der natürlichen Zahlen ist, sind diese zwei Mengen gleichmächtig. Diese Tatsache wird eine wichtige Rolle in der Untersuchung der Mächtigkeit der reellen Zahlen spielen.